Willkommen zu einer siebentägigen Wanderreise durch Deutschland auf dem grünen Band. Wir begleiten drei mutige Wanderer auf ihrer atemberaubenden Reise durch die ehemalige innerdeutsche Grenze. Unsere Reise beginnt in Point Alpha, einem militärischen Grenzübergang zwischen West- und Ostdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Von dort machen wir uns auf den Weg und folgen dem grünen Band, einem 1400 Kilometer langen Wanderweg, der die ganze Länge der ehemaligen Grenze folgt. Unsere Wanderer sehen faszinierende Landschaften, erleben Kultur und Geschichte aus beiden Teilen Deutschlands. Auf geht's! Der erste Tag beginnt in Point Alpha, einem Mahnmal für die Opfer des Kalten Krieges. Point Alpha ist eine Gedenkstätte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Deutschland und der DDR. Sie befindet sich auf dem gleichnamigen Bergrücken zwischen Geisa, Thüringen und Rasdorf, Hessen. Die Geschichte von Point Alpha Point Alpha war ein wichtiger Beobachtungsposten der US-Armee während des Kalten Krieges. Von hier aus konnten die Soldaten die Aktivitäten der DDR-Armee im Grenzgebiet überwachen. Der Posten war mit modernster Technik ausgestattet und wurde von bis zu 200 Soldaten besetzt. Point Alpha war auch ein Ort der Flucht. In den Jahren 1949 bis 1989 versuchten mehr als 100 Menschen über die Grenze zu fliehen. Viele von ihnen wurden dabei von den Grenztruppen der DDR erschossen oder verhaftet. Nach dem Fall der Mauer wurde Point Alpha als Mahn- und Gedenkstätte eingerichtet. Sie soll an die Opfer des Kalten Krieges und die Geschichte der innerdeutschen Grenze erinnern. Die Gedenkstätte Point Alpha ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Sie bietet Besuchern die Möglichkeit, die Geschichte der innerdeutschen Grenze hautnah zu erleben. Auf dem Gelände der Gedenkstätte befinden sich unter anderem der ehemalige Beobachtungsposten der US-Armee, eine Dauerausstellung zur Geschichte der innerdeutschen Grenze, ein Museum zur Geschichte des Kalten Krieges, ein Weg der Hoffnung, der an die Opfer des Kalten Krieges erinnert. Die Gedenkstätte. Point Alpha ist ein wichtiger Ort der Erinnerung an eine dunkle Zeit der deutschen Geschichte. Sie soll dazu beitragen, dass sich die Menschen für Frieden und Freiheit einsetzen. Die Aktion Ungeziefer war eine Zwangsumsiedlungsaktion der DDR-Regierung im Juni 1952. In deren Verlauf wurden etwa 12.000 Menschen aus dem Grenzgebiet der DDR in das Landesinnere deportiert. Die Aktion wurde vom Ministerium für Staatssicherheit, MFS, unter Leitung von Wilhelm Zeisser geplant und durchgeführt.
Überreste der Grenzanlagen zwischen der DDR und der BRD stehen vor der Abraumhalde Kalihalde des Kaliwerkes KS Kali und Salz zwischen Philippsthal und Unterbreitzbach. Der Grenzturmfacher ist ein ehemaliger Grenzwachtturm, der heute als Mahnmal für die Opfer des Kalten Krieges dient. Er befindet sich in der Nähe der Stadt Facher im hessischen Landkreis Fulda. Der Turm wurde 1952 von der DDR errichtet und diente als Beobachtungsposten für die Grenztruppen. Im Inneren des Turms befindet sich eine Ausstellung, die über die Geschichte der innerdeutschen Grenze informiert. Die Ausstellung zeigt unter anderem Fotos, Dokumente und persönliche Gegenstände von Menschen, die an der Grenze gestorben sind. Die Brücke der Einheit in Facher ist eine 225 Meter lange Steinbogenbrücke aus dem Mittelalter, die das thüringische Facher mit dem hessischen Philippsthal verbindet und die Werra überspannt. Die Brücke wurde im 14. Jahrhundert erbaut und war bis 1989 Teil der innerdeutschen Grenze. Nach der Wiedervereinigung wurde sie in Brücke der Einheit umbenannt. Die Brücke ist ein beliebtes Ausflugsziel und ist auch ein Symbol für die Einheit Deutschlands.
Das Mahnmal Bodesroh ist eine Gedenkstätte und Aussichtspunkt auf einem Hügel in der Nähe von Heringen, Deutschland. Es wurde 1964 zum Gedenken an die Teilung Deutschlands und das Leid der Menschen an der Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland errichtet.
verändert sich nichts. Also, wir sind gelaufen 15,6 Kilometer. Wir haben noch vor uns 7,7 Kilometer. Und wir laufen jetzt runter zur Autobahn. Da müssen wir, über die Autobahn rüber. Oder um die Ruhe, weiß ich nicht. Ist schneller oder wie es jetzt ist? Dann kommen wir nach Neustädt. Der Turm der Einheit ist ein 30 Meter hoher Aussichtsturm auf dem 503,8 m hohen Heldrastein bei Schnellmannshausen, einem Stadtteil von Treffort im Wartburgkreis in Thüringen, unmittelbar an der Landesgrenze zu Hessen. Er wurde 1962 als offener Stahlfachwerkturm mit einer Radaranlage auf der Spitze errichtet. Nach der Grenzöffnung 1989 wurde der Turm von der Interessengemeinschaft Heldrastein zum Aussichtsturm umgebaut. Nach 166 Stufen eröffnet sich ein fantastischer Rundumblick zu Thüringer Wald, Rhön, Meißner und Harz. Seit 1990 feiern traditionell am 3. Oktober die Menschen aus Hessen und Thüringen auf dem Berg ihre ganz eigene Wiedervereinigung.
das ist nichts für alte Leute, würde ich sagen. Ab und zu sind noch die alten Grenzzäune am Kolonnenweg zu erkennen.
Eingebettet in die malerischen Hügel der deutschen Landschaft ist das Grenzmuseum Schifflersgrund eine ergreifende Erinnerung an eine turbulente Vergangenheit. Dieses einzigartige Museum wurde 1991 gegründet und widmet sich der Erhaltung der Überreste der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die Ost- und Westdeutschland fast drei Jahrzehnte lang trennte. Der Museumskomplex nimmt einen bedeutenden Teil des ehemaligen Grenzstreifens ein, wo ein rekonstruierter Aussichtsturm, Überreste des Stacheldrahtzauns und Abschnitte des Patrouillenpfads eine klare visuelle Darstellung der einst gewaltigen Barriere bieten. Besucher können an diesen Überresten entlang wandern und sich die angespannte Atmosphäre und die Herausforderungen vorstellen, mit denen diejenigen konfrontiert waren, die es wagten, die Grenze zu überqueren. Im Inneren des Museums befasst sich eine umfassende Ausstellung mit der Geschichte der Grenze, ihrem Bau und Betrieb sowie den menschlichen Geschichten der Menschen, die von ihrer Präsenz betroffen waren. Artefakte, Fotografien und interaktive Ausstellungen erwecken die Vergangenheit zum Leben und ermöglichen den Besuchern ein tieferes Verständnis der Zeit des Kalten Krieges und der Teilung Deutschlands. Das Grenzmuseum Schifflersgrund ist nicht nur ein historisches Relikt, es dient als Ort der Erinnerung, Bildung und Reflexion. Die Mission des Museums besteht darin, gegenseitiges Verständnis, Toleranz und den Einsatz für den Frieden aller Menschen zu fördern. Besucher werden ermutigt, sich mit den Exponaten auseinanderzusetzen, aus der Vergangenheit zu lernen und die Werte Freiheit und Einheit zu schätzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst ein Like da oder ihr abonniert meinen Kanal, über beides würde ich mich freuen. Thank you.
Information on 57 57.